Mann mehr. Das heißt, das sind die Männer, das sind die Frauen. Sozusagen sortiert. Das wäre ein Messner, Gipfel. Genau, zwei Gipfel, zwei Achttausender. Hier oben sind die Traumprinzen, ihr die Prinzessinnen. Und die Welt wäre ja in Ordnung, wenn jeder auf seiner Höhe sozusagen einen Partner finden würde. Aber irgendwie geht das ja im Leben nicht auf. Warum nicht? Weil das den Männern zu anstrengend ist. Männer wollen keine Frau auf Augenhöhe, sondern die heiraten, oft beobachtet im Krankenhaus, der Chefarzt heiratet die Pflegedienstleitung. Ich habe noch nie eine Chefärztin erlebt, die eine männliche Pflegekraft geheiratet hätte. Oft, weil männliche Pflegekräfte sich nicht zwingend für Frauen interessieren, aber daran liegt es nicht alleine. Denn auch der Manager heiratet seine Sekretärin. Okay. Und wenn dieses Spiel so läuft, dann sieht man automatisch, zwei Gruppen bleiben übrig. Da. Genau. Schlaue Frauen und dumme Männer.